Jetzt mache ich das mit den Klingen echt jetzt. Danke. Weil so geht es auch mit der Axt aufhalten und dann mit den Klingen weitermachen. Und genau, seht ihr? Trophäe erhalten. Idon. Hi Leute, beim letzten Mal haben wir die Flusswalde fast fertig bekommen und mir hat nur mehr ein Rabe gefehlt. Ich habe jetzt schnell nachsehen müssen, wo dieser ist und dieser ist heute und sonst werden wir noch die restlichen Nornentruhen, was mir fehlen, uns holen, dass ich beide Trophys bekomme, Lebenskraft voll auf Maximum und Rage auf Maximum. Also los geht's. Zuerst machen wir mal diese netten Wölfe weg, dass wir. Aha. Eigentlich wiederholt sich das irgendwie, oder? Ah, Spaltantrieb. So kann er nämlich auch nicht explodieren, das ist cool. Das gefällt mir. Hm, okay. Und jetzt kümmern wir uns um den letzten Rahmen und. Boah. Ja, das war ein Kinderspiel. Und wie ich den übersehen habe können, das weiß ich auch nicht. Perfekt, dann haben wir 21 von 51 Raben, also 30 fehlen uns noch. Aber das werden wir in den nächsten Parts erledigen. Und ja. Und jetzt gehen wir schnell noch zurück zum mystischen Tor, dass wir uns zu den Rabenklippen teleportieren können. Und ja. Ja, Leute. Ich habe mir jetzt überlegt, was ich als nächstes Let's Playen könnte. Schreibt mir in die Kommentare. Schreibt mir, was ihr als nächstes. Was könnte ich als nächstes machen? So wollte ich sagen. Oder schreibt es mir in die Kommentare oder was auch immer. Jedenfalls. Ach, Idiot, ich bin ein Idiot. Wir können uns das ja da ersparen und hier einfach runterhüpfen, ja. Und God of War ist einfach so ein geiles Game und ich finde irgendwie, wenn dieses Projekt bei mir zu Ende geht, bin ich jetzt echt traurig. Naja, gut, vielleicht machen wir später mal das New Game Plus, aber da kommen vorher noch sicher andere Sachen als Stream oder so. Ja. Was auch immer. Das werden wir dann eh sehen. Jo. Ich bin schon neugierig, ob sich das mit 20 Minuten ausgeht. Sonst machen wir wieder wie beim letzten Mal zwei Parts draus. Ich beeile mich jetzt eh schon. Na gut, die Rabenklippen habe ich gesagt, als allererstes. Dann Türstempel und dann schauen wir mal weiter. Weiter. Eine. Wo sind die? Rabenklippen. Jo. Okay. Und jetzt zeige ich euch einen kleinen Trick, was mir beim letzten Mal aufgefallen ist. Wenn ihr zum Beispiel nicht jetzt herumrennt, nur bis zu einem gewissen Punkt, normalerweise taucht hinter euch dann das Tor auf. Egal. Es funktioniert nicht immer.
Meistens muss man einmal im Kreis rennen. Und ich glaube, das ist mit einer Zeit getriggert. Ab wann das Tor spawnt hinter euch? Das ist so aus. Ja, okay. Hin und wieder funktioniert es halt. Wachturm. Okay. Jo. Nein, danke. Ich verzichte. Die Dinger mag ich nicht. Rahmen. Rahmenklippen sind eher. Stimmt, die sind hier. Karte aktualisiert. Aha. Neues Dock gefunden. Hacksilber, yeah. Hier können wir noch nicht durch. Oh, das können wir auch gleich machen. Oder auch nicht. Okay, perfekt. Aber vielleicht machen wir dieses. Ja, das war jetzt, glaube ich, ein Satz mit nix. Das war aber nichts. Ach so, das kann ich. Also, ja, ich dachte mir jetzt. Ah, so geht es. Perfekt. Moment, ich glaube, hier kann ich. Okay, nein, das geht auch nicht. Das ist jetzt interessant. Ich glaube, das wird sich in die. Nein. Ah. Ich bin blind, Entschuldigung. Ich bin blind. Und habe den Eingang voll übersehen. Nur. Okay. Hier haben wir noch was. Was haben wir? Hacksilber. Ja, und hier haben wir auch schon die Norden. Norden drüber. Okay, das wollte ich jetzt nicht. Nett. Super. Und jetzt können wir hier alles frei. Hey, ha, komm zurück. Ach Gott, ja. Sie wird auch stärker geworden. Ja, die funktionieren ziemlich gut dagegen. Ja. Ja, nicht mit mir. Okay. Geschieht Ihnen recht. Okay, jetzt kommen die ganzen Gegner wieder. Okay, die Datte, wir müssen hier nicht das Problem. Okay, jetzt weiß ich, was ich vergessen habe, weil jetzt müssen wir wieder zurück. Und hier das Tor aufmachen. Nein. Das. Wie ist das jetzt gegangen? Haben wir noch was gefunden? Ach ja, genau. Ah, gerade das, du hast so ein. Ah.
Was? Das haben wir? Aha, das geht sofort wieder zu. Okay, hier müssen wir es reinsetzen. Dann glaube ich herumrennen und von oben wieder sich holen. Oder kann man es von hier sehen? Nein, sieht man nicht. Und dann muss man, glaube ich, das rausziehen. Seht ihr? Wenn die richtige Zeit ist. Ja, komm. Und schon ist Atreus schon wieder bei mir. Das ist... Ich finde das komisch, wenn ich ehrlich bin. Ah, hier haben wir auch noch schönen Loot. Ah ja, von hier oben müssen wir uns die schnappen wieder. Dann legen wir sie mal hier ab und schauen wir mal nach, was wir hier brauchen. Weil jetzt was? Wo steht das? Okay, so ein N. Passt. Habe ich mir gemerkt. Ein R, ein. Ja. Schauen wir mal. Und was? Ach, ich bin ein Idiot. Es ging besser. Jetzt fällt mir gerade ein. Es wäre. Nein, das war jetzt falsch. Jetzt legen wir sie. Ach, scheiß drauf. Okay. Entschuldigung, jetzt stelle ich mich wirklich ein bisschen blöd an. Einfacher gesagt. Was getan? Weil hier kommt man überall hin. Ihr müsst schauen, dass ihr zuerst das hier hin platziert, dass ihr. Ah, Truhe. Habe ich schon fast vergessen oder übersehen. Hm. Dann holt euch von hier das Ding, schießt es dann hier raus und schaut, was für ein Zeichen es gibt. Dann legt es zurück. Bam, zack. Jetzt geht ihr hier runter. Und von brauchen wir nur das witzige N. Ah, hier. Okay. Und normalerweise geht dann die Truhe auf. Hallo, ich will dich nehmen. Und bam. Perfekt. Gut, und die erste Nornentruhe ist off. Ich nehme es zurück. Okay, ich weiß schon, wo es gerade ein bisschen nicht ganz so funktioniert. Hier muss ich das eine andere Zeichen nehmen. Ist das nicht das? Ja. Truhen? Ja, okay. Aber war das nicht ver... Hey, Alter, Kratos. Und
Und sie ist offen. Doch, das war das Zeichen. Ich gedacht, das ist am Kopf. Was bekommen wir? Rage auf 2. Ja, gut. Jetzt. Einen Moment. Jetzt müssen wir noch schnell in Tyr's Tempel. Und jetzt machen wir wirklich hier auf. Und holen uns auch noch die andere. Jetzt holen wir uns noch die legendäre Truhe, wenn wir schon hier. Ah. Das geht sich aus. Perfekt, seht ihr? Und dann haben wir noch eine legendäre Truhe abgestaubt. Was bekommen wir daraus? Ist die bessere Frage. Griff der verfluchten Flamme. Legendär. Schauen wir uns den Griff der verfluchten Flamme mal genauer an. Moment. Okay. Jetzt habe ich nur eine gewisse Stelle gesucht. Geringe Bonusaktivität bei jedem erfolgreichen Klingentreffer. Eine Feuerbombe mit 3 Sekunden Verzögerung auf Gegner zu platzieren. Das klingt irgendwie witzig. Ich will es einfach nur aus Spaß ausprobieren. Und jetzt müssen wir zurück zum Tempel gegenüber. Und ich muss noch schnell auf meinen schlauen Zettel schauen, ja. 16 brauchen wir auch noch. Also, die Geschichte, die ich angefangen hatte. Ich wollte euch von Skull und Horty erzählen, den Bringern von Tag und Nacht. Oder ich erzähle dir die Geschichte später. Ja, gut. Gehen wir in Tyr's Tempel. Oder bin ich jetzt falsch? Ist das Tyr's Tempel? Ja, ja, ist das perfekt. Okay, jetzt kommt wieder die lange Fahrstuhl. Und eins wollte ich euch noch erzählen. Ich habe jetzt, endlich, jetzt habe ich Spider-Man Homecoming mal ein bisschen angespielt und das Spiel ist richtig awesome. Das ist richtig cool, weil ich finde, ich bin so einer, wenn ich sowas, irgendwas zum Erledigen sehe, dann mache ich das auch gleich und irgendwie komme ich zum Beispiel, ich wollte nur ein bisschen spielen, dann ist es im Endeffekt 4 Stunden geworden. Und ja, im Endeffekt wollte ich eine Hauptquest machen und dann habe ich halt im Endeffekt mehr gemacht, weil es einfach so Spaß macht, durch New York zu schwingen und ich bin ein bisschen im Zwiespalt, weil The Witcher 3 ist cool, The Witcher, Tomb Raider ist cool, Spider-Man ist auch cool, also was findet ihr lieber, dass ich Let's Playe? Echt, ich weiß es nicht. Ich kann mich wirklich selber nicht entscheiden. Bin ich jetzt in der richtigen Kammer? Warte mal. Ich glaube. Ja, ja, bin ich. Gut. Seht ihr, jetzt haben wir da hinten noch eine Nordentruhe. Hier haben wir eine. Perfekt. Irgendwo blöd versteckt ist auch noch eine. Ah, hier. Nein. Wo war das denn? Wo war das denn? Nein, hier genau. Ah, habt ihr gesehen? Ihr müsst hier dann hier lang. Dann habt ihr die 2 und jetzt müsst ihr einfach nur zur Nordentruhe.
Also müsste das... Jetzt treffe ich schon wieder nicht, ich Vollidiot. Alter! Okay, das geht aber schon. Und ich glaube... War das hier? Moment. Ich muss jetzt kurz was nachsehen. Ich glaube, die letzte... Ah, nein, genau. Weiß schon wieder. Die letzte... Bitte? Ah, das ist ein schlechtes Timing, was ich... Ja, hier aufladen dann. Wie circa ist sie? Nein, weiter nicht. Okay, weiter rechts beim Kopf von dem. Okay, jetzt habe ich wenigstens. Okay, Moment. Jetzt mache ich das mit den Klingen echt jetzt. Danke. Weil so geht es auch mit der Axt aufhalten und dann mit den Klingen weitermachen. Und genau, seht ihr? Trophäe erhalten. Idon. Vielleicht zu langsam für den Screenshot. Die Gesundheit ist voll aufgerüstet. Perfekt. Brauche ich eigentlich eh nur mit die Rare. Also im Tür-Tempel sind wir fertig. Ja. Jetzt müssen wir nach Kondosgard und ich überlege gerade, wo das jetzt. Okay, wo war denn das? Aber wo bin ich hergekommen? Hier. Mal gucken. Ich glaube. Okay. Gut, ich sage jetzt nochmal danke, dass ihr eingeschaltet habt. Und beim nächsten Mal schauen wir, dass wir die Trophy für die Rage bekommen. Dass wir die Rage auf Maximum aufrüsten. Und. Bis zum nächsten Mal. Ciao.